Festungsschlüssel. Ich leg da nochmal raus. Ein Festungsschädel. Nice. Ich leg den zu den anderen zwei Schädeln mal dazu. Der Festungsschlüssel Da, soll hier unten oder? sein. Ja, genau. Bitteschön, Ach, Sie danke, dürfen es Sie. öffnen. Wow. Ist das auch wieder sowas, was dann zugeht? Ich glaube nicht. Ich glaube, das bleibt. Aber warte mal, Zumindest. habt ihr sowas nicht auch gemacht und dann haben die euch umgebracht gleich Genau, das mal? war das. Genau, ja. Gerade bei dem Moment, wo wir dann die Schätze aufs Boot laden wollten, sind wir überfallen worden. Weißt du, da kämpft man gegen Michael Jackson und die Belohnung ist, dass wir überfallen werden. Die Belohnung ist der Tod. Aber jetzt, wo wir beide unsere Ruderboote haben. Alter, jetzt müssen wir sicher früh weit rudern. Was, magst du diese kleine Truhe in die Truhe geben? Da müssen wir uns nicht extra schleppen. Die Truhe in die Truhe. Ich habe die Truhe in die Truhe. Warte mal. Richtig. Wird schon auftauchen wieder. Ja, ich hab's. Perfekt. Oh, Entschuldigung. Dann haben wir zwei Karten für diese Insel sogar gekriegt. Nice. Jetzt sollte ich gleich hier Und sein, da glaube ich. drüben ist nur Kisten, die liegt nur einfach so rum. Hier so? Ah! Ui. Okay. Cool. Hihi. Ah, da meine Aschetüri. Was ist Schlüte? Was ist das für eine Truhe? Kiste mit Lumpen und Knochen. Es hat wieder Liefernotiz. Even Ah. Spoils. Keine Ahnung, wo das ist. So, ja dann. Laden wir auf Die und Frage los. ist, weißt du, wo der nächste Außenposten ist? Ich habe ja gar keine Ahnung. Wir sind ja hergetaucht, gell? Oh mein Gott, warte Soll mal, ich? ich schaue mir mal kurz um. Wenn du magst, kann ich auch schauen, dass ich mich jetzt zurück zum Schiff beame und dich abhole. Wie du willst. Aber ich weiß auch nicht, welches Fort das hier ist. Ah. Ah. Warte mal, ich schaue mal, vielleicht, wenn ich mit dem Fernrohr ein bisschen herumschaue, vielleicht kann ich ja was sehen. Ich wünschte, man hätte einfach so eine Landkarte. Also eine ganze Karte. Also das ist ihr Spielerschiff. Ui. Aber sonst. Also zum Verkaufen sehe ich in der Nähe jetzt gerade. Ich sehe nichts zum Verkaufen. Aber ich sehe Ducknest. Was Das siehst du? Schiff. Ach so. Das Schiff Oh je. von den Spielern. Ich hoffe, die werden nicht auf uns aufmerksam wegen der blöden Meerjungfrau.
Ja, willst du sonst die Meerjungfrau nehmen und ich lade sonst trotzdem schon mal Bruderboote auf? Ja, ich meine, dass du sicher deins raufladest. Ich komm her und wir hauen uns einfach schnell an unser Boot. Ich hoffe, das geht. Ma, ich hoffe, ich weiß dann, wo du bist. Ich habe keine Ahnung, wie diese Insel hier heißt. Ich meine, so viele Forts wird es hoffentlich nicht geben. Warte mal. Ah, ich wollte mich nicht hinsetzen. Ah, warte, warte. Ich glaube, da hinten ist ein Außenposten mit, oder? Oh, ich bin gar nicht bei einem Außenposten gleich gelandet, sondern einfach auf einer Insel. Okay. Ah, okay. Vorne rechts. Sailor Not Stronghold vielleicht. Ich hab. Ich schau. Ich. Vielleicht haben wir das Glück, dass ich eh direkt. Die Gildensitzung ist beendet? Was? Ist es, weil wir getrennt sind? Hä? Das ist weird. Ich check's nicht. Same. Magst du kurz schauen, ob ich auf dich zufahre? Ich probiere zu sehen, wer wo kommt. Ich weiß halt nicht einmal, aus welcher Richtung du kommst. Ich komme an sich aus dem Süden. Okay, warte. Ich weiß nicht, ob dir das was bringt. Du kommst aus dem Süden. Okay, da ist eine kleine Insel vor mir. Aber das hier in Okana. Warte, ich lade das Bruderboot noch schnell fertig und dann fahre ich einfach einmal in den Süden. Vielleicht. Ich. Okay, warte mal. So. Es wäre so super, wenn ich wirklich da jetzt zu dir fahre, aber ich habe Angst, dass es nicht das ist. Wenn doch alles gleich ausschaut hier. Ich fahre jetzt einfach mal. So, warte mal. Okay, ich bin jetzt beim Sailor Not Stronghold. Ich weiß nicht, ob das die Insel ist, wo wir waren. Ich befürchte fast nicht, weil ich sehe deine Meerjungfrau nicht. Ah, ich sitze im Ruderboot. Ja, aber ich sehe kein Schiff bei mir in der Nähe. Sonst gehe mal ganz kurz zum, wie heißt das, zum Tisch vom Kapitän. Mhm. Schau mal, ob du vielleicht die Quest nehmen kannst, vielleicht steht dabei, wie die Insel hast. Seemannsgott. Seefahrten war das, dann die Goldräuber. Und dann, war das das, ja das, und dann runter. Das mit den mehreren Wellen nur mal runter. Gegen ein Skelett fort. Und steht da dabei, was für Insel das ist? Nö. Nö.
Aber versuchen wir hinzutauchen einfach. Voll, voll, mach ich mal. Ich habe eh dabei nichts zu verlieren. Und ich schau einfach nur mehr, das hilft mir eh keiner. Achso, du kannst dir nicht abstimmen. Oh. Oh no. Also ich bin okay, jetzt zu einem Fort gefahren. Aber da bist scheinbar... Ich schau, ob es noch ein anderes Fort gibt hier in der Nähe. Ich will ja doch nicht so viel... Weil das schaut auch von der Karte her so ähnlich aus, wie das, was wir jetzt hatten. Ah, nein, doch nicht. Ich muss kurz alle weg. Irgendein Fort. Ah, nö, das war's auch nicht. Ah, oh, was? Cutlass Cay. Ich bin bei Cutlass Cay. Bei Cutlass Cay? Woher weißt du das? Weil ich gerade hinruder und dann kriegt man die Meldung, wo es bei welcher Insel bist. Oh, okay, warte, wo ist. Oh mein Gott, wo ist jetzt Cutlass Cay? Oh nein, da fährt direkt ein PvP-Schiff auf dich zu. Ach so, das heißt, du warst beim Crow's Nest Fortress. Okay. Okay, ich komme, Caro, ich komme! Sollte ich sonst irgendwo anders hinrudern? In welche Richtung soll ich rudern, damit ich wegruder von dem Schiff? Na, die drehen gerade weg. Die drehen gerade da weg von dir. Okay. Und ich schaue jetzt, dass sie einfach zu dir kommen. Wieso drehen sie sich jetzt in meine Richtung? Das gefällt mir gar nicht. So, also ich muss jetzt in den Südosten zu dir. Passt, ich komme, Caro! Ich komme! Da ist nirgendwo Außenposten vor mir, oder? Doch, die Insel im Westen direkt daneben ist ein Außenposten. Im Westen? Ja, sonst fahre ich dorthin mit meinem Ruderboot. Okay. Das ist so cool. Einfach mit dem Ruderboot alle Schätze abgeben. Hallo, ich bin die Legende der Ruder. Das stimmt. Ich komme, Caro! Ich komme! Stell dir vor, du fährst da mit dem Schiff und du siehst jemanden mit dem Ruderboot beim Außenpost an dich. Oh mein Gott. Ist halt ein bisschen eine Strecke entfernt, aber ja, direkt im Westen ist dann der Plunder Außenposten. Das kriege ich hin. Oh mein Gott. Das PvP-Schiff steuert jetzt direkt auf dich zu. Oder? Na, jetzt dreht sich schon wieder. Was ist mit denen? Die machen mich ein bisschen nervös. Ja, die fahren jetzt direkt auf dich zu. Oh mein Gott, ich hoffe, sie erwischen dich nicht. Ich suche zumindest nirgends bei dem Außenposten. Ja, sie sind auch zum Glück noch nicht beim Außenposten. Meine Güte, kann dieses Boot nicht schneller fahren! Na, ich glaube, die kämpfen mit jemandem. Ich sehe da, also da hinten auf der Seite schießen voll viele Kanonenkugeln. Vielleicht dran sind sie deswegen so viel. Okay. Ja gut, es würde auch niemand vermuten, dass jemand mit einem Ruderboot einfach mitklappen will. True. Wobei, ich bin auch schon mal jemandem begegnet, der einfach im Meer rumgeschwommen ist. Voll. Dass der es überlebt hat, ohne von den Haien gefressen zu werden. Ja, war ja auch verwundert. Ich bin nicht mehr weit entfernt, Caro! Ich bin auch schon fast da. Oh Gott, ich kann die Insel schon am Horizont sehen. Ja!
Ah, ich hab schon die Meldung gekriegt und ich glaube, ich sehe deine Segel. Caro, du Legende, es ist ein Wahnsinn. Das ist einfach... Ja, ich sehe deinen Namen! Ich sehe deinen Namen! Wow! So, komm schon, Boot, das geht noch ein bisschen schneller. So, Motor antreiben. Ich sehe das Segel schon. Ich leuchte ein kleines Licht für dich. Ui. Da hinten ist ein Spielerschiff. Es ist, glaube ich, das PvP-Schiff. Das steuert auch auf uns ein dazu. Bist du schon am Verkaufen? Achso, du willst das hier schon verkaufen? Okay. Kannst du ruhig schon verkaufen. Weil ich habe Angst gehabt, weil diese Gildensitzung da ja beendet ist, dass vielleicht wir jetzt in keiner Gruppe mehr sein oder so. Du, und selbst wenn du das Geld kriegst, das hast du dir so verdient nach der Fahrt. Oh mein Gott. Setze auf einem Schiff mit Kapitän die Segel. Aber du bist mein Kapitän, dann müsstest du verkaufen. Was? Echt? Du kannst es nicht... Oh Mann. Na, es ist, glaube ich, weil wir nicht mehr in einer Gildensitzung sind. Ah, verdammt, da war gleich das, der Ruderanlegeplatz. Aber das ist ja voll doof. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht so schnell, die anderen. Geh mal aufs große Schiff vielleicht. Also, vielleicht ist es dann wieder aktiviert. Ja, maybe. Oh mein Gott, bei mir sagt es das auch an. Das ist ja voll doof. Aber sonst geh einfach zum Goldverkäufer und verkauf's da. Wir sind jetzt beide da. Okay. So, ich hab jetzt dafür abgestimmt, aber... Jetzt mal schauen, ob es jetzt geht. Sonst rennen wir einfach zum Goldhändler. Ja. Und vielleicht müssen wir sonst kurz das Spiel neu starten oder so. Scheint so. Na, geht noch immer nicht. Ich fahre mal mit dem Ruderboot ein bisschen an den Strand. Ja. Warte mal, ich verkaufe das jetzt. Sag mal, ob du jetzt auch was kriegst. Ja. Okay. Wahrscheinlich, weil wir einfach trotzdem am gleichen Boot gestartet haben. Ja. Das ist ja voll komisch. Aber vielleicht ist das halt einfach so, damit das Leute halt nicht machen können. Finde ich aber komisch. Das sollte eigentlich belohnt werden. Wenn man das schafft. Oh, ey.
Hauptsache, wir haben noch unsere Schätze. Das ist ja auch schon mal etwas richtig Gutes. Oh, ja. Wo ist denn jetzt wieder der Seelenorden da? Na, wo ist denn der? Da oben. Boah, 10.000! Was hat der 10.000 gebracht? Der wahrscheinlich der Kopf von dem. Von dem Endboss. Wahnsinn! Ding! Zum Glück traut sich das PvP-Schiff anscheinend nicht hierher. Das ist auch schon mal nett. Cool. Macht das Ganze gleich ein bisschen angenehmer. Handelsbund, Handelsbund. Steig. Da oben. Passt. Dann bringst du das Booty-Boot noch schnell zurück. Jawohl. Das hat uns sehr gut gedient, das Booty-Boot. Oh ja. Ich würde voll gern. Ja, kann ich bitte sagen, dass ich für Gildenschiff segeln will? Oder muss ich dafür echt das Spiel extra neu starten? Ich glaube, da muss ich echt die Sitzung kurz neu starten. Oh. Okay, ja, warte mal. Ich werde es ganz kurz neu starten. Und naja, dadurch, dass ich heute jetzt dann eigentlich gar nicht mehr so viel ist, ist irgendwie nie Platz, dass ich mir halt irgendwas richtig Geiles einziehe, weil wann, dann ist es so, ja, okay, eine kleine Süßigkeit vielleicht einmal. Aber so irgendwas, ich hätte so gerne mal wieder so einen ganzen Kübel voller Popcorn vom Kino. Oh, auf das hätte ich gerade so Bock oder so. Die gibt es nur dort immer, so kleine Mini-Brezeln überzogen mit Schokolade und dann hast du süße und salzige in Arm. Boah, das klingt geil. Das ist so lecker und die machen das dort immer ohne Zucker. Das ist so lecker. Boah. Okay, Flaggy. So eine richtig geile, fettige Pizza wäre auch mal wieder. Oh, true. Okay. Auf was hätten Sie jetzt Lust, meine Dame? Also an sich wieder auf alles. Hauptsache, wir verlieren uns diesmal nicht. Ja. Okay, schauen wir mal. Oh nee, ich habe Magerquark unter meinem Mausrad. Das sind alles ganz, ganz lange Quests. Die sollten wir uns fürs nächste Mal aufheben. Rätsel. Löse ein langes Rätsel, um massenhaft Reichtümer zu entdecken, die auf einer großen Insel mit tückischen Devil's Roar versteckt sind. Löse kurzes Rätsel, um bescheidene Reichtümer zu entdecken, die auf einer großen... willst du massenhaft Reichtümer oder bescheidene Reichtümer? Massenhaft! Dann... los geht's! Arrrr! Ich heiße Sprinty John, meine Güte. Und du heißt Betting Betty. Betting Betty? Nee, du bleibst Captain Adelheid. Oh ja. So, ich tanze jetzt nur ganz kurz und werde mich kurz auf das WC begeben. Was?
Blablabla. This is so scary. Jetzt muss ich kurz screenshotten. Was ist das Screenshot? Dich habe ich gescreenshottet. Oh. Für die hübsche Musik. Mhm. Ich frage mich, ob die immer irgendwas zu bedeuten hat oder einfach nur, wenn man in der Nähe von den Meerjungfrauen auftaucht. Weißt du, wie ich das nenne? Was? Ausgezeichnet. Perfekt. Woo! Besser ist er gar nicht gegangen. Ja, Meerjungfrau-Statue. Dort, ich sehe sie schon. Sogar zwei gleich. Geil. Na, denke ich mal. Wenn wir schon so viel reindreschen müssen, ja. Wir gescheit bezahlt werden dafür. Wir sind keine Mindestlohnpiraten. Das ist nicht so im Kollektivvertrag ausgemacht. Haben wir überhaupt einen Kollektivvertrag in der Gilde? Hallo, wir haben gerade unterschrieben, dass wir viel Reichtümer wollen. Nicht die Winderin. So. Was müssen wir überhaupt machen? Erst einmal einfach nur auf die Info. Was ein Anblick, der schönste Schatz in der Karibik, okay. Okay. An dem Profis. Entschuldige. Nein, los. Ich sag nichts mehr. Ich schau auf meine Uhr, ich warte drauf, dass du weiter bist. An dem provisorischen Lager gen Nordosten ist etwas versteckt. Lies mich und schnell ist es entdeckt. Ein Lager im Nordosten. Da ist eine Höhle. Oh na. Da ist einer mit einem Pulverfass, aber ich habe keine Munition mehr. Ich renne um mein Leben. Verdammt, ich habe auch gerade alles verprasst an den. An der Meerjungfrauenstatue. Wer kriegt mich nie? Jene, die nach Schätzen streben, sollen an den Hängekäfigbaum mit Blick aufs Meer gen Süden ein Licht hochheben. Gen Süden.